Update installieren? Kontaktieren Sie Ihren Administrator. Petrus! Wollen Sie Ihre unsterbliche Seele verlängern? Was kostet das? Wow! Come on. Hä? Das ist der Himmel? Bin ich schon drin oder was? Das war ja einfach. Hi, ich bin Oscar. Ich bin der Neue. Also eigentlich bin ich schon seit über 6000 Jahren Engel. Aber ich soll jetzt auch auf dieses Computer umsteigen. Fehler 404. Seele nicht gefunden. Angeblich hat sich jemand beschwert, ich sei nicht mehr up to date. Hallo, willkommen im Himmel. Ich bin Oscar und ich bin heute dein Engel. Verschwinde, kein Bedarf. Du bist ein kleiner... kannst dir dein... ganz schnell in dein... decken. Ja, okay, das war nicht die feine himmlische Art. Aber er hat angefangen. Was macht so ein Typ im Himmel? Ja, der ist eine Schlampe. Früher hätten wir Engel uns das nicht gefallen lassen. Da hätten wir den direkt nach unten zu den Kollegen in den Keller geschickt. Vielleicht sollten wir uns mal überlegen, uns auch bei denen zu bewerben. Ich habe gehört, die haben heiße Weihnachtsfeiern. Sie bezahlen noch nicht genug. Als Engel verdienst du dir auch keine goldenen Flügel. Und jemand besteht darauf, dass man sich zur Digitalisierung und Bluetooth weiterbildet. Man kann das Licht am Ende des Tunnels nicht einfach aus- und wieder anschalten. Also, wer ist Nora? Ah, du sollst mir jetzt dieses Himmel 2.0 erklären. Erste Frage, was ist dieses Lakeview? 1, 2, 3. Willkommen in Lakeview von Horizon. Das einzige digitale Leben nach dem Tod, welches im spätviktorianischen Stil gestaltet wurde. Ihr gestaltet virtuelle Welten, habt die modernste Technik und dann sowas? Ist das Ihr Ernst? Engel lügen nicht, denen übrigens auch nicht. Warum macht ihr nicht irgendwas Cooles? Die wilden 20er Jahre oder sowas? Erstens geht's hier nur um die Einrichtung. Und zweitens wäre das eine ganz andere Epoche. Das wäre halt echt was Besonderes. Der alte Himmel war immer Luxus pur. Da ist erstens nicht jeder reingekommen und zweitens gab's immer was zu trinken. Okay, das kann ich ändern. 5 €! Ihr nehmt's ja von den... ja, eigentlich von den Toten. Was macht Gott mit all dem Geld? Das darf ich leider nicht sagen. Verzeihen Sie. Ich denke, du sollst mich einarbeiten. Wenn Sie mich brauchen, rufen Sie mich und ich werde direkt an Ihrem Ohr sein, okay? Danke, kein Bedarf. Ich bin über 6000 Jahre alt. Ich habe schon alles gesehen. Das Gras ist ja unnormal grün. Das habe ich ja noch nie gesehen. Ist das Bio? Shh. Diesen Engel kann man nicht zum Schweigen bringen. Ich sag immer die Wahrheit, auch wenn es wehtut. Ernsthaft, halt die Klappe! Nora! Fühlst du dich besser? Der Junge ist gemein zu mir. Oh, Scheiße! Vielen Dank auch! Und er flucht! Früher ist man dafür aus dem Himmel geflogen. Oder geflogen worden. Ist das einer, der rausgekickt wurde? Nein, Dylan ist schon seit Jahren hier. Er ist bei einem Schulausflug von der Klippe gefallen. Ich verstehe ja, dass ihn das sauer macht. Aber muss er dafür den armen Mann verprügeln? Wenn er sich langweilt, versetzt er die KI-Jungs in den Game-Modus und spielt Street Fighter. Wenn er sich langweilt? Offene Gewalt, Geballer und Prügelspiele. Was ist aus? Ich halte die andere Wange hingeworden. Mir reicht's. Ich schick den höchstpersönlich in die Unterwelt. Wie stellt man das Teil auf Hölle? Hallo, einmal Fegefeuer bitte. Tech-Support, der Thermostat geht nicht. Nichts geht hier. Rings um den See gibt es wunderschöne Wege, falls Sie Lust auf eine Wanderung haben. Wandern? Im Himmel? Um Gottes Willen. Nicht mit mir. Sport ist Mord. Warum kommen die Leute freiwillig hierher? Wir haben Maple Bacon Donuts. Maple Bacon Donuts? Naja, eigentlich hört sich das ganz geil an. Egal, das ändert gar nichts. Engel? Ach, wo wechselt man jetzt nochmal den Tab? Engel? Ich komm ja schon. Was? Weißt du, was ich gern wüsste? Ich wüsste gern, was los ist mit dir, denn du bist so... Ja, ständig. Ja, sorry, das WLAN war schlecht. Da stottert die Verbindung manchmal. Warum bekomme ich jetzt 3 Sterne? Ich kann doch gar nichts dafür. Immer bekommt der Kundenservice alles ab. 3 Teufelchen in deiner Nähe wollen dich kennenlernen. Was ist das denn? In mein Büro. Sofort. Nachsitzen. Na toll. Früher war sie ein richtiger Freigeist. Und echt cool. Du bist ganz schön frech. Ist aber auch egal. Wie war dein Tag?
Das ist nichts, worüber ich mit dir reden würde. Ich habe keine Lust, mit allem von vorne anzufangen. Wenn du keine hast, ist das ein Zeichen von Depression. Mit Depressionen komme ich gut klar. Weißt du, was mich viel mehr verstört? Wassergymnastik? Golf? Das sind meine Top 2 und 3. Aber auf Platz 1 ist diese neue Art, ins Jenseits zu gehen. Ich bin echt neidisch. Lakeview ist purer Luxus. Neid ist eine Todsünde, aber zu ihnen kommen wir noch. Nathan? Wir müssen kurz evaluieren, ob du in den Himmel darfst. Könnte kurz mal jemand den Pausenknopf drücken? Moral macht keine Pause. Sehen Sie nach vorne auf den markierten Hast du irgendwelche Todsünden begangen? Mal unverzeihlich geflucht? Bist du mal bei Rot über die Ampel gegangen? Endlich, Mom! Upload abgeschlossen. Ach ja, fast vergessen. Folge dem Licht. Ich gehöre hier nicht hin. Das wird schon. Wie denn? Tja, also... Ach, diese modernen Engel, die können schon was. Aber ich schaff das. Ich darf mich nicht einschüchtern lassen. Dieser Computer hat bestimmt mehr Angst vor mir, als ich vor ihm. Okay, einfach tippen. Was soll schon passieren? Oh, was ist denn jetzt los? Hat jemand das WLAN-Kabel ausgesteckt? Maple Bacon Donuts. Wow. Hey! Ew! Lovely, now I'm Pac-Man. Did we do this? Wie geht das rückgängig?